So, meine Freunde, mal wieder einen frostigen guten Morgen hier und ich nutze jetzt aktuell dieses wirklich ganz, ganz bescheidene, eiskalte Wetter. Wir haben irgendwas minus 9, minus 10 Grad heute Nacht gehabt und jetzt gerade eben noch minus 7, minus 8 haben wir am Thermometer stehen. Dementsprechend, heute werden wir uns angucken, Sonax Scheibenenteiser im Vergleich zu diesem Trichter hier, mit dem man ja auch wohl gut oder schlecht, das werden wir gleich sehen, die Scheibe enteisen kann und dann natürlich den bekannten Messingklingen-Eiskratzer vom Hersteller Muska. Viel Spaß beim Video, los geht's! Wir beginnen heute also hier mit dieser Variante. So sieht das Teil aus. Das Ding hier kann man auch irgendwie noch abmachen. Hier sind so ein paar Nöpfchen drauf. Na, weg ist er? Also lass mal den besser drauf, bevor der noch uns runterrutscht. So, dementsprechend, dass man jetzt hier mit den Noppen noch irgendwie drüber gehen soll, können wir gleich mal ausprobieren. Ansonsten soll man den so halten und dann relativ kreisende Bewegungen und sowas machen. Und dann angeblich durch die relativ scharfe Kante hier soll er es schaffen, das Eis zu lösen. Ich habe das Teil auch vor Jahren schon mal benutzt, allerdings ein anderes. Den habe ich mir jetzt hier mal neu besorgt. Verlinke ich euch natürlich auch alles unterhalb des Videos. Und dann gucken wir jetzt mal, ob der wirklich funktioniert. Okay, los geht's. Wir nehmen diesen Teil hier fahrerseitig der Scheibe. Also heute Morgen ist aber auch schlimm. Ne? Ihr seht diese Eisschicht hier. Die ist wirklich grausam. Also die zu entfernen ist wirklich hardcore. Ich versuche nochmal. Oh, und ich übe schon ordentlich Druck aus. Kannst du vergessen, da passiert gar nichts. Wir versuchen es jetzt mal mit dieser kratzanderen Seite hier. Mache ich aber möglichst mal nicht im Blickfeld, falls doch Kratzer entstehen. Süß. Ja, okay. Man bricht jetzt hier so das Eis ein bisschen. Vielleicht löst er das jetzt an der Stelle besser. Ja, im Verhältnis zu daneben jetzt besser, aber das ist ja keine Lösung. Das ist doch Kacke. Nee, also bei dieser Eisschicht hier, da kommt das Ding nicht klar. Ja, daneben steht er ja schon parat. Nehmen wir direkt den Sonax Scheibenenteiser. Mal gucken, wie der... Wisst ihr, Leute, warum macht man sich so einen Aufwand? Warum macht man sich so einen Aufwand? Das Thema ist erledigt. Das war ein paar Sekunden Sonax Scheibenenteiser drauf. Einfach ab dafür. Wisst ihr? Ne? Und ja, das funktioniert auch hier, wo wir gerade das nicht hingekriegt haben mit dem Entferner. Also wirklich eine geile Nummer, muss man wirklich sagen. Im Gegenteil, ich sehe gerade, ja doch, die gelöste Eisschicht hängt hier noch so ein bisschen drauf. Ich finde, hier löst sie sich besser auf. Weil wir es hier so ein bisschen verteilt haben, würde ich sagen, hat er hier mehr zu kämpfen. Und ganz wichtiger Hinweis, hat natürlich Glycerin intus. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen um Gummis, der Scheibenwischer beispielsweise oder auch Kunststoffteile, die hier überall so bei der Scheibe und alles drum und dran sind, Sorgen zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, last but not least, und ich benutze es hier wirklich auch schon Jahre. Und wichtig ist der richtige Winkel, nicht so, nicht zu flach, weil so, guck mal, so kannst du keine Kraft ausüben. Das funktioniert nicht. Auch nicht so zu krass, klappt halt auch nicht. Aber ich glaube, bei der Eisschicht wird auch eher Probleme haben. Also irgendwo so 45, 50 Grad Winkel. Merkt ihr das? Boah! Scheiße, ist das schwierig, ey. Da fängst du dann halt so an und so würde ich keine Scheibe versuchen zu enteisen. Das ist kein... Oh, ne. Da habe ich echt Schiss. Je nachdem, wie krass der Winkel ist, da wirklich doch ein Kratzer, eine Beschädigung in die Scheibe zu machen, das ist Käse. Also von daher, hier ist definitiv die beste Lösung bei dieser Eisschicht heute Morgen. Guckt es euch an. Und wie wenig Frühstöße man braucht. Jetzt warte ich hier ein paar Sekunden und zack, geh gleich hin, Scheibenwischer an und dann ist das ja alles weg. Und wisst ihr, gerade hier, weil der Glycerin drin hat, gehe ich auch hier hin, gerade hier, wo so eine Kunststoffleiste ist, hier über die Scheibenwischer mache ich bewusst, gehe ich bewusst nämlich noch mit drüber, so nach dem Motto, die werden ja gepflegt dadurch, hält die geschmeidig, habe ich gar keine Probleme. Wenn ich überlege, dass ich aus dem Discounter früher die billigsten Dinger davon benutzt habe, und dann nämlich Probleme hatte, dass die Scheibenwischer nicht mehr richtig funktioniert haben, haben das Rattern angefangen, wirklich nicht mehr sauber gemacht, die Scheibe. Und im Sommer hatte ich ganz häufig dann auch die Fleckenbildung hier an den Kunststoffen, dass es richtig weiß war. Ganz Käse. Bei dem habe ich das nicht. Also wirklich das Beste, was es hier gibt.
Herr Freunde, also Fazit muss man hier wirklich ganz klar sagen, es kommt immer sehr, sehr stark auf die unterschiedlichen Eisschichten an. Manchmal ist es so glatt und so krass wie heute und dann auch so kalt, dass es wirklich nicht mit einem guten Eiskratzer auch wie diesem hier funktioniert. Den anderen kann ich gerne in einem anderen Video nochmal ausprobieren, mal gucken. Vielleicht klappt da bei einer anderen Eisschicht besser. Generell ist mein Eiskratzer, wenn ich einen Eiskratzer nutze, der mit der Messingklinge ganz klar. Wenn es funktioniert, und das tut es sehr, sehr häufig, nehme ich sehr gerne den Sonax-Scheibenadhäser, weil es natürlich auch schonend ist. Und wir haben einen ganz wichtigen Vorteil, kennt ihr auch aus meinen Videos, wo ich das Ganze mit Wasser, mit lauwarmem Wasser und sowas versucht und gemacht habe. Es eist nichts mehr ein. Das ist jetzt der Vorteil, weil wir haben, guck mal meine Finger an, trotz Handschuhe sind die hier an den Kuppen und alles ein bisschen rot, weil es richtig, richtig kalt ist bei minus 7, minus 8 Grad, was wir gerade haben. Und wenn wir jetzt nur mit Wasser hier enteist hätten, hätten wir jetzt automatisch direkt wieder ein bisschen Frost drauf, weil die Luft gerade ist auch richtig kühl oder kalt eher gesagt. Ja, also von daher ist das die bessere Lösung meiner Meinung nach. Ansonsten, wenn ich zu faul bin für händische Scheibenenteisung, dann nehme ich den kleinen Kercher. Also das sind eigentlich so meine drei Utensilien mittlerweile für den Winter, was ich so über die Jahre hinweg jetzt für mich sagen kann. Aber schreibt mal rein, wie ihr das Ganze macht. Klar, Standheizung oder auch Garage ist natürlich das Beste, weil es gibt keine Frage. Bis zum nächsten und ciao.